hinter mir sehen Sie das Regal mit den Ausstellungskatalogen, die das Aargauer Kunsthaus über die Jahre herausgebracht hat. Sie sehen, es sind viele. Ich freue mich, Ihnen heute den neuesten Zuwachs in dieser Reihe vorstellen zu können, und zwar die Monographie von Denis Bertschi, die anlässlich des Mannow-Kunstpreises erschienen ist. Mein Name ist Jasmin Afscher und ich habe zusammen mit der Künstlerin, mit den Grafikern Melina Wilson und Martin Stöcklin und dem Verlag Edition Fink das Buch erarbeitet. Nun, wie entsteht so ein Buch? Was ist das Spezielle dran? Was ist das Konzept? Was war die Idee dahinter? Bücher sind bei Denis Bertschi etwas Wichtiges. Sie hat immer wieder Künstlerpublikationen herausgebracht, gestaltet. Bei diesem Buch war es aber von Anfang an klar, dass wir einen anderen Schwerpunkt setzen wollen und uns mit dem Arbeitsprozess befassen wollen, mit der Entstehung der Arbeiten und mit ihrem Vorgehen, das auf sehr vielen Recherchen und Reisen basiert. Und darum oder so ist eigentlich so das Herzstück des Buches entstanden. Das ist der Bildteil. Er ist ungewöhnlich aufgebaut. Wir haben ein bisschen etwas gewagt. Er ist nicht chronologisch, er ist auch nicht geordnet nach den einzelnen Projekten, die das Buch hier dokumentiert, sondern er ist strukturiert in drei Teile, wo es eben um diese Arbeitsweise geht und quasi so die Stufen, wie eine Arbeit im Fall von Denis Bertschi entsteht. So haben wir zum Beispiel den ersten Teil, der heißt Collecting. Ich zeige Ihnen hier eine Doppelseite, wo man gleich sehr schön sieht, wie das funktioniert, wo ganz viele unterschiedliche Materialien zusammengetragen wurden, die Denis Bertschi ursprünglich für ihre Recherchen zusammengetragen hat. Das stammt aus Archiven, aus Bibliotheken, aus Büchern, Museen, Funden und so weiter. Und wir sehen, wie dann zum Beispiel ein Brief, ein historischer Brief zusammenkommt mit einem Dia, das sie aus dem Militärarchiv in Bern hat. Wir sehen eine Fotografie von Bahia, das aus dem Staatsarchiv hier in Aarau stammt. Und wir sehen verschiedene Embleme, Material, das sie aus ihren Recherchen in Südafrika zusammengefunden hat. Das Ganze ist angelegt so als Bilderreihe, als fortlaufende Reihe, wo ein Bild ins nächste, auf die nächste Seite übergeht und dadurch auch so ein bisschen die Auslegeordnung reflektiert, mit der Denis Bertschi jeweils arbeitet, wo dann eben eine Google Maps Ansicht neben historischen Aufnahmen eines Hauses, neben einem historischen Architekturplan dann zu stehen kommt. Dann der zweite Teil, der heißt Documenting, und das ist so die Spurensuche vor Ort. Denis Bertschi reist an die Orte, mit denen sie sich befasst, spricht mit den Menschen da, dort und dokumentiert diese Orte, Räumlichkeiten, Natur, Architekturen, Gegenstände und so weiter. Und zwar in Fotografien, Analogfotografien, die jetzt eben eigentlich diesen zweiten Teil bestücken. Und dann der dritte Teil. Das sind dann eigentlich die Produkte quasi, also die fertigen Kunstwerke, Arbeiten, die hier dokumentiert werden, im Teil, der dann logischerweise Presenting heißt. Jetzt diese vermeintliche Unordnung oder auch so dieses Assoziative des Bildteiles, der wird dann auch aufgelöst, und zwar im Index. Und das ist ganz wichtig für dieses Buch, dass man einerseits eigentlich wirklich so intuitiv durch die Bilder gehen kann, sich so leiten lassen kann, dann aber auch jedes Dokument wieder zurückführen kann auf den Ursprung und via den Index eigentlich dann nachlesen kann, was ist das für ein Dokument, wo hat es Denis Bertschi her, zu welchem Projekt gehört es. Und das ist eigentlich auch so das, was das Buch ausmacht. Also wer will, kann da sehr in die Tiefe gehen, sich sehr gründlich mit der Materie befassen, und jemand anders möchte eigentlich lieber dann relativ assoziativ sich leiten lassen durchs Bildmaterial.